Herzlich willkommen, mein lieber Steinbock, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute auf die Woche vom 29. April bis zum 5. Mai. Die Zeit rennt und ich schaue mal, was dir die Tarotkarten sagen möchten, beziehungsweise ob sie eine Botschaft für dich haben. Steinbock. Na, die ist gesprungen. Steinbock, du darfst dich ausprobieren, du darfst so ein bisschen hin und her probieren, was funktioniert beziehungsweise was nicht funktioniert. Und das ist eigentlich eine schöne Karte, weil sie so ein bisschen dieses Kräftemessen anzeigt, dass da jemand sich ausprobieren soll, dass da jemand vielleicht auch mal neue Dinge ausprobieren soll, ohne aber aus seiner Komfortzone rauskommen zu müssen. Ja, diese Karte zeigt Jünglinge, die im, ich sag mal, spielerischen Wettstreit sind. Sie wollen ausprobieren, wie stark ist der Einzelne, was für Skills haben sie gelernt. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist auch nicht schlimm. Ja, das ist kein Kampf auf Leben und Tod, sondern hier an der Stelle haben wir eher sowas Spielerisches. Sowas, so dieses Ausprobieren. Ne? Kann ich das oder kann ich das nicht? Und wenn ich scheitere, ist überhaupt nicht schlimm. Unterm Kartenstapel, ich habe es nämlich vorhin schon kurz gesehen, haben wir das Rad des Schicksals, lieber Steinbock. Ich weiß nicht, ob du so ein kleines Gewohnheitstier bist, was sich irgendwie manchmal nicht traut und Dinge eher zur Seite schiebt, aber das Rad des Schicksals hier an dieser Stelle sagt, komm mal bitte ein bisschen in die Puschen, mach mal wieder ein bisschen was, na? Und bei dieser Karte ist es immer ganz, ganz wichtig zu sagen, dass auf der einen Seite das Schicksal ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt uns eine, ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Elternpaar, ein strenger Vater, der auf der einen Seite das Grundgerüst für euer Schicksal darstellt, auf der anderen Seite eine sehr wohlwollende, freundliche, flexible Mutter, die sagt, aber du hast doch den freien Willen, du darfst doch selber entscheiden, ob du das jetzt in Angriff nimmst oder nicht. Ja, also egal, was du hier an der Stelle ausprobieren möchtest in dieser Woche, fang an. Ja, es wird tatsächlich nichts Dramatisches werden, selbst wenn du, ich sag mal, scheiterst, ne? Aber du hast auf jeden Fall dann hier an der Stelle eine wichtige Lernerfahrung gemacht. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich schließe die Legung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt mit jemandem, der das sehen soll. Und natürlich über ein kostenloses Abo bzw. Follow auf meinem Kanal. Meine Süßen, macht's euch schön. Bis zum nächsten Mal.